Hallo ihr Lieben, für alle, die jetzt nicht mich die letzten 24 Tage begleitet haben und jeden Tag ein Türchen geöffnet haben, für alle, die sich nicht spoilern möchten, die aber trotzdem gerne wissen wollen, was ich von dem Kalender halte. Jetzt meine kurze Zusammenfassung. Ich werde ein bisschen eingehen auf das Spielprinzip, auf das Material, auf die Gesamtgeschichte, die erzählt wird, auf die Rätsel. Schwierigkeit und am Ende, ich sage dann Bescheid, wenn ich spoilere, ich würde gern auf Türchen 24 eingehen, was dort für eine Überraschung wartet. Und für alle, die das nicht wissen möchten, die schalten dann einfach ab, aber für alle, die das vielleicht für ihre Kinder kaufen möchten oder so und wissen wollen, was wartet dort am 24., da würde ich euch das gerne noch zeigen. So, grundsätzlich, man entdeckt auf den Dachboden der Großeltern die Aufzeichnungen von Forschern. Und zwar geht es um dieses U-Boot, dieses Forschungsschiff, die Vega, die spannende Dinge herausgefunden hat. Sieht man dann in Türchen 24, was sie herausgefunden haben. Und man möchte sich selbst auf Forschungsreise begeben und das U-Boot suchen und hinabtauchen. Man kann aber nur jeden Tag einen Tauchgang machen und sich sozusagen einen Teil anschauen und dort Dinge herausfinden. Das ist erstmal die Grundgeschichte. Ich muss sagen, die meisten Türchen, also die Kalender, die machen das ja unterschiedlich und es gibt ja auch Bücher, die man lesen kann, die jetzt wirklich so eine Gesamtgeschichte verfolgen. Hier ist die Gesamtgeschichte eher marginal. Also die einzelnen Türchen haben nicht unbedingt etwas mit der Gesamtgeschichte zu tun, sondern da geht es eher immer um das Tagesrätsel. Und ich hatte überlegt, während des Spielens habe ich immer schon mal überlegt, wie ich das rezensieren würde und ich hätte Stein und Bein geschworen, dass das nur der Aufhänger ist, eben mit diesen Aufzeichnungen. Aber in Türchen 24 wird tatsächlich aufgedeckt, was die Forscher herausgefunden haben und man kann es auch mit nach Hause nehmen, diesen Schatz. Wie gesagt, am Ende des Videos komme ich nochmal darauf zu sprechen. Und aber ansonsten so eine wirklich große Geschichte gibt es nicht. Man taucht bloß jeden Tag hinab und öffnet eins dieser Türchen. Zum Beispiel kann man halt hier in diesem Schiff etwas erforschen. Aber wie man hier schon sieht, ne, man kann auch die Schildkröte aufmachen oder den Hai. Und was ja grundsätzlich erstmal nichts mit dem U-Boot zu tun hat. So, ich wollte euch mal noch was zu den einzelnen Türchen sagen. Ich habe hier extra zugemacht, damit ihr nicht wisst, welcher Tag das ist. Also wir haben immer etwas wundervoll und liebevoll gestaltetes. Hier kann man zum Beispiel reinschauen. Oder hier. Hier hätte man dann wieder ein anderes Rätsel. Oder dieses hier. Hier hat man auch ein bisschen Thema Müll so ein bisschen angedeutet. Oder hier ist ein Schatz. So, also die Türchen, die sind alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich gestaltet, tatsächlich auch sehr liebevoll, aber wie man hier auch schon sehen kann, sie haben keine Ziffern. Also man muss jeden Tag, jetzt Thema Spielprinzip, herausfinden, welches Türchen muss man öffnen. Und da kann man, also man bekommt am ersten Tag ein Rätsel, das steht hier hinten drauf und da findet man dann heraus, wie man das erste Türchen öffnet. Hier kann man schon mal gucken, falls wir mal ein Problem haben. Da gibt es hier diese Dekoderscheibe und die kann man hier anlegen und dann kann man etwas sehen. Ich möchte jetzt nicht zu viel zeigen. Ja, nur hier ist auf jeden Fall immer ein Hinweis, ein zweiter Hinweis und die Lösung. Hier kommt man ans erste Türchen und dann ist halt immer in jedem Türchen drin etwas abgebildet und ein Hinweis. So, und man kann dann entsprechendes Spielbrett benutzen. Hier hat man das Flaggenalphabet und ein Morsecode. Das wird mal wichtig sein. Dann hat man hier noch an den Seiten Koordinaten. Die wird man auch brauchen. Und einen Kompass. Und zusätzlich dazu gibt es verschiedenes Spielmaterial. Man hat zum Beispiel hier so eine Scheibe. Mal bekommt man Puzzleteile. Mal sind auf diesen Karten Buchstaben oder Sternkarten. Ganz im maritimen Flair darf man auch mal Knoten machen. Hier gab es noch ein anderes Puzzle.
dieses Papier oder das hier. Oder man muss mal was reparieren. Also ganz unterschiedliche Rätsel. Und ich denke, das sind auf jeden Fall die Stärken. Also die Aufmachung ist top. Die Rätsel sind alle völlig unterschiedlich. Und das Material ist super. Also ganz viel Spiel- und Rätselspaß an dieser Stelle. Und würde ich auch für Material und Aufmachung würde ich 5 Punkte geben. Also 5 von 5 Sternen bei Amazon. Und ja, was die Rätsel an sich angeht, ist für mich persönlich ein großer Minuspunkt. Ich habe, falls es jemanden interessiert, die jetzt neu einschalten, jeden Tag ein Türchen geöffnet. Spoilert natürlich, aber ich hatte Türchen, da wusste ich sofort nach einer Minute, was ist das Rätsel. Bei manchen habe ich es noch rausgekriegt, bei manchen habe ich hinten die Rätselhilfe befragen müssen und bei manchen habe ich das Rätsel grundsätzlich trotzdem nicht ganz verstanden oder es war für mich nicht logisch. Vielleicht versuche ich es manchmal zu logisch anzugehen. Kinder kommen sicherlich dahinter, weil sie nicht ganz so kompliziert denken oder nicht so einen ganz so großen Anspruch haben. Bei dem einen Rätsel musste man zum Beispiel Matrosen retten und ich habe mich wirklich gefragt, wie ich den Matrosen retten kann. Das war aber nicht die Anforderung des Rätsels. Und ja, also ich hatte einiges an Frustpotenzial und ich würde auf die Rätselschwierigkeit und die Rätsellogik maximal 3 von 5 Sternen vergeben. Also mich hat es an einigen Tagen frustriert. Gut, deswegen hat man ja die Lösung, ne? Also man kann dann mit seinem Kind zum Beispiel trotzdem noch nachschauen. Es heißt, ab 10 Jahren muss man gucken, ne? Man hatte dann meistens Mutti oder Vati oder irgendeinen Erziehungsberechtigten, der dann mal mit drauf gucken kann. Oder man hat halt die Rätsel. Also grundsätzlich mit dem Rätselprinzip war ich wirklich nicht so ganz zufrieden. Meine Zuschauer, die mir da 24 Tage lang die Hand gehalten haben, die wissen Bescheid. Und auch von der Aufmachung bin ich wirklich, wirklich begeistert. Von der Story habe ich lange Zeit gedacht, hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können, ein bisschen schöner begleitend diese Geschichte. Aber am Ende haben sie dann noch diesen Bogen rum gekriegt und uns etwas geschenkt. Nämlich das, was die Forscher tatsächlich entdeckt haben, das hat man dann auch rausbekommen. Und da bin ich jetzt im Prinzip an meinem letzten Punkt, nochmal Zusammenfassung, ich würde, also ich habe bei Amazon die Rezension schon geschrieben, insgesamt habe ich 4 Sterne vergeben, so 3,5 bis 4, ne? Weil Material gut, Aufmachung super, das Geschenk an Tag 24 war auch toll, aber die Rätsel, manchmal cool, manchmal haben sie Spaß gemacht, manchmal waren sie zu leicht, manchmal zu kompliziert und manchmal habe ich es nicht verstanden. Muss ich wirklich so sagen. Gut, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Ich verrate euch nämlich, was an Tag 24 auf uns wartet. Alle, die es jetzt nicht wissen möchten, die schalten einfach weg. Und ich habe mich wirklich gefreut und was die Forscher entdeckt haben, ist nämlich, es gibt ja Tiere, die im Dunkeln leuchten, beziehungsweise die viele, viele tausend Meter unter der Meeresoberfläche leben und die leuchten. Und die Forscher haben es sozusagen geschafft, diese Leuchtfarbe von den Fischen beziehungsweise Tieren zu übertragen. Und es gibt am 24. geschenkt ein kleines Töpfchen mit Leuchtfarbe. Finde ich ganz niedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß, diese Leuchtfarbe gibt es natürlich auch für groß zu kaufen. Wie viel jetzt dieses kleine Töpfchen umgerechnet kaufen würde, ne? Wenn man sich mit seinen Kindern den Spaß erlaubt, kann man vielleicht da einfach einen großen Topf kaufen, wenn man irgendwelche Sterne anmalen möchte an die Decke. Aber ansonsten als 24. Hinweis, als Geschenk fand ich das echt süß, weil da kann man jetzt, was die Forscher herausgefunden haben, gleich anwenden mit seinen Kindern und da eine kleine Fläche mit bemalen. Viel ist es wirklich nicht. Also wenn man sich ja meinen Daumen anschaut, es ist relativ übersichtlich, aber ich habe mich zumindest drauf gefreut, weil ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte, die Überraschung, so, es gibt ja auch diese Bücher, es gibt ja auch solche Bücher und da kann es ja kein Geschenk geben. Da ist das Geschenk quasi, dass man entkommt oder dass man das fiese Monster besiegt und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich etwas
zum Anfassen gibt als Geschenk. Das fand ich echt nochmal super als Gimmick. Also grundsätzlich, ich kann den Kalender empfehlen. Ich weiß, einige haben es jetzt schon gekauft, einige haben den vom letzten Jahr gelöst. Das irgendwas mit einem Schloss. Ich verlinke euch beide Kalender nochmal in die Infobox, falls ihr schauen möchtet bei Amazon. Der Kalender vom letzten Jahr mit dem Schloss ist gerade im Angebot für 16 Euro bei Amazon. Der neue mit der Vega kostet um die 24 Euro. Der Preis schwankt immer mal, ist mir aufgefallen. Da ist er mal 2 Euro billiger und mal 2 Euro teurer. Wahrscheinlich auch je nachdem, wo man den kauft. Aber jo, falls euch das interessiert, das ist auf jeden Fall meine Gesamtrückschau. Ich habe ja dieses Jahr noch 3 Kalender, die ich euch gerne zeigen möchte und die ich jeden Tag öffnen möchte. Es wird dazu jeweils wieder eine Playlist geben und für alle, die sich eben nicht spoilern lassen möchten, dann mache ich am Ende nochmal so eine kleine Rezension. Und jo, ich wünsche allen, die einen Kalender kaufen oder schon gekauft haben, viel Spaß beim Rätseln. Teilt es mir gerne mit, falls ihr auch mal frustriert seid. Ich verstehe euch vollkommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!